Hallo, wir sind Nikolai und Judith. Nikolai ist aus Münster angereist und Münster hat die Schokofahrt den Ursprung genommen. Ich gehöre zum Schokofahrt-Team Berlin und wir wollen euch die Schokofahrt kurz vorstellen. Genau, und weil es jetzt natürlich gemein wäre, wenn wir nur über Schokolade reden, 5 Minuten lang, haben wir natürlich auch was zu probieren mitgebracht. Kannst du das einmal machen? Und erstmal Frage, wer möchte keine Schokolade? Einmal Hand deutlich heben, bitte. Gut, 1, 2. Müsst ihr leider teilen. Das Gute ist, wir haben ganz viele Tafeln bei. Die sind nicht ganz so groß, aber die haben 24 Stücke jeder. Vielleicht kriegt der eine oder andere sogar 2 Stück, aber teilt die bitte gut untereinander auf. Es soll gemeinsamer Genuss sein, den ihr hier gleich erleben könnt. Also die werden hier an so ein paar Ecken ausgegeben. Ja, Schokofahrt, was ist das überhaupt? Also Schokolade ist schon mal klar und wir fahren irgendwie. Und zwar fahren wir mit Fahrrädern, Lastenfahrrädern insbesondere, aber auch normalen Fahrrädern. Und sehr gut, die geht hier schon durch die Reihen durch. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, warum überhaupt so ein Aufwand? Was fahren wir denn da rum? Das kann man am besten einmal von vorn nach hinten erklären. Den Ursprung hat die Schokolade in der Dominikanischen Republik. Dort wird der Rohkakao angebaut nach biologischen Richtlinien. Und der Rohkakao wird dann per Lastensegler von der Karibik bis nach Amsterdam transportiert. Das ist schon eine recht gute Aktion. Der Lastensegler ist, glaube ich, auch das ganze Jahr über unterwegs mit verschiedenen Waren. Vielleicht hat schon jemand davon gehört, das ist die Tres Hombres. In Amsterdam angekommen wird der Rohkakao dann weiterverarbeitet zu dieser sehr, sehr, sehr leckeren Schokolade. Das sind die Chocolate Makers, die haben dort ihre kleine Manufaktur und die produzieren diese Schokolade. Das hier ist dann die verpackte Schokolade, fertig zum Transport, wo wir die dann zum Beispiel letzten Herbst bei der Schokofahrt aufgeladen haben. Das ist die Verladung auf dem Hof der Chocolate Makers, auf dem alten Hof. Die haben mittlerweile eine neuere Fabrik. Aber das sieht trotzdem sehr beeindruckend aus, finde ich, weil man einfach sieht, wie viele Leute sich zusammengetan haben. Es waren letztes Mal ungefähr 180 Leute in Amsterdam, unterwegs noch mehr Leute. Also über 300 sind, glaube ich, gefahren. Und es ist wirklich toll zu sehen, wie viele Leute sich da zusammengetan haben, um diese Schokolade zu transportieren, emissionsfrei zu transportieren in die unterschiedlichsten Gegenden Deutschlands oder sogar darüber hinaus. Hier sieht man, wie die Leute durch die Gegend radeln. Das ist auf dem Deich in Holland. Das ist manchmal dann auch ein bisschen langwierig auf dem Deich, aber es ist trotzdem schön zu fahren und es ist toll, in der Gruppe zu fahren und macht einfach auch richtig Spaß. Hier sieht man auch mal noch die unterschiedlichen Räder. Viele von uns sind mit Lastenrädern unterwegs, aber nicht alle. Also manche sind auch mit ganz normalen Fahrrädern unterwegs oder mit Fahrradanhängern. Wir hatten einen in der Gruppe dabei für die Berliner Schokofahrt, der ist mit dem normalen Tourenfahrrad gefahren, hatte trotzdem in den Taschen ungefähr 16 Kilo Schokolade drin. Also wir sind insgesamt bei der letzten Fahrt zu 5 bzw. zu 6 gefahren und haben ungefähr 100 Kilo Schokolade transportiert. Und so sieht das dann aus, wenn es im Laden angekommen ist, oder so kann es aussehen, wo man es dann kaufen kann vor Ort. Also hier in Berlin sind es ein paar Verkaufsstätten, die findet man auch auf der Website. Und das hier ist ein Beispiel aus Magdeburg, wo es irgendwie auch ganz schön präsentiert wird, finde ich. Jetzt haben wir einmal die ganze Strecke der Schokolade gesehen, quasi vom Anbau, von der ersten Veredelung, ganz wichtige Schritte, Transport hin, wo wir ja auch uns einklinken bis hin in die Läden und hoffentlich jetzt auch in die meisten Münder hier und ich hoffe, es schmeckt. Das ist mal der Blick von oben und da bin ich ziemlich stolz drauf, weil das ist das Netzwerk, was wir jetzt in den letzten 3 Jahren aufgebaut haben. Und Netzwerk heißt, wir haben angefangen in Münster, da haben wir es jetzt nicht so weit nach Amsterdam und wir haben gesagt, ach, da gibt es diese tolle Schokolade, wir schließen mal die Lücke, wir machen mal die letzten Meilen mit dem Rad. Mittlerweile ist da sowas draus geworden. Und was man hier nicht sieht, sind die Verbindungslinien, die nach Wien mittlerweile führen. Und dieses Netzwerk entsteht natürlich dadurch, dass viele Menschen diese Idee nehmen und teilen. Und
Das funktioniert zum Beispiel auf diese Weise. Also wenn ihr euch jetzt auch fragen solltet, wie kann ich denn da selber irgendwie Teil von werden, welchen Aufwand muss ich da betreiben? Zum einen kann man sagen, okay, die Schokolade kaufen kann man in vielen Städten. Man kann sie auch verkaufen. Und dazu gibt es Infos auf der Homepage. Vielleicht wollt ihr aber auch mitfahren. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt noch keine Gruppe, da wo ihr seid. Da haben wir eine Anleitung für, die einen da so Schritt für Schritt durchleitet und eine sehr unterstützende Community mittlerweile. Oder ihr guckt, wo gibt es denn schon Gruppen? Wo existiert dieses Netzwerk? Und ich finde, man hat sehr schön gesehen auf den Bildern, es ist ja eine Gemeinschaftsaktion und das lebt von der Gemeinschaft. Also wenn ihr Lust habt, geht da einfach in den Kontakt, meldet euch mal und guckt, wo könnt ihr euch da irgendwo einklinken. Und jetzt noch einen Satz dazu, warum machen wir eigentlich das Ganze? Vielleicht ist es einfach, weil Schokolade, also wir haben es ja gesehen, alle mögen Schokolade. Es ist einfach, es begeistert die Menschen und man kann natürlich aber auch viele andere Sachen noch anknüpfen. Zum Beispiel wurde, wenn ihr jetzt hier Suppe gegessen habt heute, dann wurde dieses Gemüse auch von einem Teil quasi der Schokofahrtgruppe, die sich darüber gefunden hat, die letzten Tage antransportiert. Ich glaube 400 Kilo Über 400 Kilo Gemüse haben wir letztes Wochenende aus Brandenburg nach Berlin transportiert mit riesig vielen Leuten. Das war eine total tolle Tour. Wir waren zeitweise 22 Leute. Es hat total Spaß gemacht. Wir haben wahnsinnig viele Kartoffeln, rote Beete und anderes Gemüse bis nach hierher transportiert. Und am Mittwoch sogar nochmal von der Slow Food Geschäftsstelle bis zum Kabuwazi, wo gestern Abend die Schnippeldisco stattgefunden hat. Ja. War noch was? Das war's. Super. Vielen, vielen Dank. Und die Schokolade war köstlich, einfach köstlich. Vielen Dank.